kann ich mich positionieren, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen. Das machen andere Politiker mit Sicherheit genauso. Aber um Ihre Frage nicht unbeantwortet im Raum stehen zu lassen, weil die Versuchung dazu war schon verlockend, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist. Wie soll ich, der im Augenblick darum kämpft, die Piraten in Bayern auf Vordermann zu bringen, für den Wahlkampf fit zu machen, die ganze Organisation in den Griff zu kriegen und im Griff zu halten, mir eine halbe Nacht die Zeit nehmen, eine detaillierte Position zu Griechenland auszuformulieren? Das heißt, alles, was ich jetzt sage, kann mir jeder, der ein bisschen Fachkenntnis hat, um die Ohren hauen. Deswegen wäre es einfach sinnlos, sich aus dem Fenster zu lehnen. Und genau das ist das, was die Piraten nicht wollen. Einfach irgendwas zu sagen, um auch eine Position zu haben. Herr Ude, und das ist ja genau der Punkt, dass die Wähler, dass diese Ehrlichkeit gutheißen und zumindest noch Verständnis dafür haben, dass das Programm, ich sag mal, in Progress ist, also noch in Arbeit ist, noch in Abstimmung ist. Ja, nicht die Wähler, über 90% haben ja andere Parteien gewählt, aber eine stattliche Zahl findet es sympathisch und das kann ich gut nachempfinden, in eine Partei, die noch dazu einlädt, Meinungen erst zu bilden und unter großer Beteiligung der gesamten Mitgliedschaft zu erarbeiten, ist natürlich sympathisch und ist eine ideale Projektionsfläche für den Traum. Dort finde ich mich mit meiner Meinung wieder, weil die Partei, die Piraten, noch nie was anderes gesagt hat, als ich denke. Denn sie hat ja noch gar nichts gesagt, außer zu den netzpolitischen Fragen. Ich behaupte nur, das wird nicht lange so gut gehen. Das ist am Anfang sympathisch. Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, das Thema Rettungsschirm hat alle Parteien überrollt. Da hatte vor der Wahl keine Zustellung genommen, weil es das Thema noch nicht gab. Das ist jetzt auch die Hardcore-Frage, das sage ich ehrlicherweise. Aber die ist halt heute aktuell, deshalb stelle ich Ihnen gleich auch noch. Die ist aber ungeeignet, weil da alle anderen Parteien ja auch keine Programmdiskussion geführt haben, sondern aus der Hüfte schießen mussten. Aber Sie haben praktisch zu keinem Thema der normalen Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, zur Rentenreform, zur Gesundheitskostenfinanzierung schon Position bezogen. Das ist jetzt auch noch akzeptabel. Aber mit jeder Entscheidung, die Sie in den kommenden Monaten treffen müssen, weil Sie sich jetzt in zunehmend vielen Landesparlamenten äußern müssen, bekommen Sie mehr Profil, richtig. Sie werden aber auch Leute für den Kopf stoßen, weil die sagen, ach das sagen die Piraten. Ich dachte, die sind überall meiner Meinung. Nein, das ist auch in der Vergangenheit schon passiert und das gehört zu diesem Prozess dazu. Ja. Aber wie gesagt, wir werden diesen Prozess nicht in irgendeiner Form beschleunigen können. Wäre auch völlig kontraproduktiv. Wir sind da. Im Augenblick leben wir davon, dass die Menschen frustriert sind von dem, was die anderen Parteien machen. Und da gehört auch dazu, dass die FDP mal für oder gegen Vorratsdatenspeicherung ist, je nachdem, mit wem man redet und Ähnliches. Sie haben noch behaupten Sie hier Dinge, die Sie durch nichts belegen können, die vollkommen falsch sind. Jetzt keine Diskussion über Vorratsdatenspeicherung, das wäre ein gesondertes Thema. Welpenstatus haben Sie noch? Wie lange wird sich herausstellen? Herr Müller, Ihre Antwort zum Thema Euro? Ja, zunächst mal zur Frage, ob sie geeignet ist oder nicht. Ich finde, die Frage Griechenland ist schon sehr, sehr gut geeignet. Vor allem, weil Sie mit dem, was Sie auch gerade gesagt haben, den Eindruck erwecken, als würde jeder Bundestagsabgeordnete, der nun dort auch zustimmen musste oder eben nicht zugestimmt hat, einfach nur mal auf seine Fraktionsführung schauen oder auf seine Parteiführung schauen und wenn die den Daumen heben oder senken, dann auch entsprechend so abstimmen. Genau das ist eben nicht richtig. Und da werden auch Vorurteile gegenüber Politikern bedient, die man so nicht stehen lassen kann. Sie können jedem Abgeordneten wirklich abnehmen und auch zutrauen, dass er sich gerade bei so einer Frage die Entscheidung nicht leicht macht. Und da, glaube ich, kann man für alle Fraktionen und Parteien gleich sprechen. Und deswegen also schon auch man die Frage in dem Zusammenhang stellen sollte, wie nun halt auch die Piraten, wenn sie in die Verlegenheit kämen, dort mitzustimmen, auch sich dort verhalten müssen. Das ist nachvollziehbar. Sie sind Berufspolitiker. Von einem Abgeordneten kann man ausgehen, dass er Vollzeit seine Arbeitszeit damit verbringt, sich Positionen zu erarbeiten oder erarbeiten zu lassen. Aber Piraten sind die Piraten, auch bei den Piraten. Ja, aber ich wurde gefragt. Ich als Stefan Körner. Und die Piraten, die nicht in einem Parlament sitzen, sind alles ehrenamtlich tätig. Das heißt, die investieren in ihre Freizeit, um die Politik in Deutschland zu verändern. Das unterscheidet sie übrigens nicht von den sogenannten etablierten Parteien. Wir haben auch viele Ehrenamtliche. Ich habe leider auch eine lange Erfahrung, um den Satz zu Ende zu kriegen. Und da bleibt der Mann am Ende einfach auch der Bonus, sagen zu können, stopp, die Ressourcen sind endlich, die man zur Verfügung hat. Und die Zeit, die wir investieren können, ist endlich. Wir arbeiten dran.
Es ist ein Prozess. Der Prozess wird aber noch eine Weile dauern und irgendwann werden wir auch zu viel mehr Punkte eine Position haben als jetzt. Aber es stimmt beispielsweise nicht, dass wir zu nichts irgendwie eine Entscheidung getroffen haben. Es werden an jedem Bundesparteitag und an jedem Landesparteitag Positionen gefällt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass dann manche Leute gehen und sagen, okay, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich lasse es. Lassen Sie mich mal grundsätzlich fragen. Die NRW-Wahl hat den Eindruck entstehen lassen, dass die Programme eigentlich nebensächlich geworden sind und dass die Persönlichkeiten zählen. Sie schütteln den Kopf. Ja, weil es wieder eine Vereinfachung im klischeehaften Sinne ist. Am Niedergang der Union soll jetzt allein die Bereitschaft von Herrn Röttgen schuld gewesen sein, Oppositionsabgeordneten zu machen oder nicht. Und am Wahlerfolg der SPD soll allein der unbestrittene Charme und die Persönlichkeit und die Authentizität von Hannelore Kraft ursächlich gewesen sein. Natürlich spielt die Spitzenperson eine enorme Rolle. Je mehr wir Mediendemokratie werden, desto mehr. Aber selbstverständlich wurde in Nordrhein-Westfalen über Inhalte auch abgestimmt. Und da SPD gab ist Currywurst. Das war eines der Wahlplakate, über die ich nur den Kopf schütteln konnte. Das war aber übrigens das Ergebnis einer Internetabstimmung, wobei man sieht, dass die Schwarmintelligenz nicht zwingend die allerbesten Ergebnisse herausbekommt. Aber natürlich wurde in Nordrhein-Westfalen über soziale Fragen, wie gehen wir mit der Finanzkrise um, wird es eine Finanztransaktionssteuer geben oder nicht? Finden wir das Betreuungsgeld gut oder nicht? Naja. Das waren also, doch Fragen. Die waren also ein Schwerpunktthema. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen Sie gemacht haben. Ich habe diese Erfahrung von allen Demoskopen jedenfalls so nicht bestätigt. Also Herr Müller, Industriepolitik Nordrhein-Westfalen, dort als ein wichtiges Thema zu sehen. Ich war also auch auf mehreren Veranstaltungen. Natürlich hat auch das Verschuldensthema eine Rolle gespielt, wie weit eine Position, dass man sich für solide Finanzen und Haushaltspolitik einsetzt, tatsächlich dann auch Sympathien bei den Bürgerinnen und Bürgern bringt. Das wird man sich ja auch immer fragen können, aber das spielte sehr wohl eine Rolle. Es waren nordrhein-westfälische Themen, aber alle Beobachter, ich will die jetzt einfach nur mal zitieren, haben gesagt, es war letztendlich nicht ein so richtig themengeführter Wahlkampf. Und die Bindung zu Parteien lässt nach. Und wenn Bindung zu Parteien nachlässt, lässt auch der Bezug zu Parteiprogrammatik oder zu Positionen etwas nach. Es sei denn, es gibt ein einziges, an dem sich alle festmachen können. Es war jedenfalls keine Abstimmung über die Bundeskanzlerin über die Politik der Bundesregierung, wie ja teilweise dort der Eindruck erweckt wird und wie ja auch das Thema des heutigen Abends da ist. Aber die Bundeskanzlerin hätte doch verhindern können, dass der Karren gegen die Wand fährt. Naja, also zunächst einmal ist natürlich auch vieles, was dort an Inhalten, aber auch was die Spitzenkandidaten angeht, Sache der Landesverbände. Also das erlebt nun jeder, der in einer politischen Partei ist, und ich vermute, das wird bei den Piraten ja nicht anders sein. Also jede untergeordnete Organisation würde sich zunächst einmal gute Ratschläge von höheren Stellen da auch verbieten. Jetzt lassen Sie mich mal fragen, welche Lehren ziehen Sie denn persönlich aus dem Sieg von Frau Kraft? Sie haben einen neuen Wahlkampfberater, Herr Ude, der Sie jetzt noch fit machen soll für das nächste Jahr. Was gibt er Ihnen mit auf den Weg? Was sollen Sie sich von Frau Kraft abschauen? Also ich stand mit den Freunden in Düsseldorf, in Köln, in anderen nordrhein-westfälischen Städten seit 20 Jahren in engem Kontakt. Ich weiß, was dort früher falsch gemacht wurde. Man hat sich zu lange strukturkonservativ verhalten. Was und deswegen Sie den machen? Anschluss. Darf ich nochmal nachfragen? Ich sehe mich voll bestätigt durch Wahlergebnisse in München. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt aus der nordrhein-westfälischen Wahl eine Veränderung in Bayern herausdestillieren soll. Aber für Bayern reicht es so nicht. Da wären Sie ja schon der Messias, wenn Sie das Röttgen-Ergebnis hätten. Das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Wir lesen dieselbe. Ich verstehe jetzt den Ansatz nicht ganz. Wir haben eine vollkommen andere Ausgangssituation in Bayern nach 55 Jahren in der Opposition. Und wir stellen uns auf, um im nächsten Jahr einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Ich kann nicht versprechen, dass es gelingt, aber ich bin sehr optimistisch. In Nordrhein-Westfalen hat ein Regierungsbündnis, das allerdings eine Minderheitsregierung war, die eigene Position ausbauen können.
Und in beiden Fällen hat der sozialdemokratische Erfolg etwas mit dem Thema soziale Gerechtigkeit zu tun, was ja Ihre eigene Schautafel überdeutlich gezeigt hat. Das ist die Kompetenz, die die SPD nach einigen marktradikalen Experimenten wieder zurückgewonnen hat. Also Sie, und mit der Rückgewinnung der sozialen Kompetenz kam auch der Wahlerfolg zurück. Also so Sie fühlen sich bestätigt und sagen, Sie müssen eigentlich nichts lernen. Bei den letzten Landtagswahlen Herr Müller, ich würde jetzt gerne... Wie gesagt, dass wir bei Landtagswahlen nicht... Also wenn man sich also als Volkspartei immer noch über Ergebnisse von ca. 30% Herr Müller, Sie kriegen jetzt auch die Lernfrage. Was lernen Sie denn von Frau Kraft? Was wollen Sie ändern? Politsprech ist nicht mehr angesagt, Klartext, Orientierung bieten, die Piraten als Stimulus. Wo fassen Sie sich an die eigene Nase? Da wird Sie schon überraschen, dass ich Herrn Udet wenigstens in einem Punkt recht gebe. Die nordrhein-westfälische Situation ist nicht 1:1 auf Bayern übertragbar. Richtig. Was, glaube ich, die Wähler von der CSU in Bayern erwarten, ist klarzumachen, dass wir eben nicht nur auf Erfolge der Vergangenheit zurückweisen, sondern dass wir auch klarmachen, wofür wir auch in der nächsten Wahlperiode stehen. Das heißt, auch die CSU muss sich verändern, weil sich auch in Bayern einiges verändert hat. Und das bedeutet aber natürlich trotzdem, dass wir den Anspruch haben, alle gesellschaftlichen Gruppen nach wie vor an uns zu binden, aber halt dort auch ein entsprechendes Programm vorzulegen und zu sagen, was wir noch besser machen wollen. Und was wollen Sie persönlich noch besser machen? Ja, ich jetzt gerne noch wissen. Die Frage ist ja, wo geht es mit Bayern hin? Das wird ja die große Frage dann auch im nächsten Jahr sein. Und ich frage Sie jetzt im Auftreten, weil wir sehen ja, durch die Piraten im Grunde provoziert, dass die Leute einen anderen Politikstil haben wollen. Gut. Dass sie das satt haben, dass Politiker häufig nicht die Wahrheit sagen, dass sie nicht verständlich sind, dass sie zu kompliziert sind. Ja. Aber auch da kann ich nur deutlich sagen, also dieses Vorurteil, als würden Politiker immer nur die Unwahrheit sagen, das ist ja der Umkehrschluss, das sorgt nun ja auch nicht wirklich dafür, dass auch da eine bessere Akzeptanz für Politik allgemein da ist. Wir nehmen aber freilich zur Kenntnis, dass die Piraten, so wie es aussieht, keine vorübergehende Erscheinung sind. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass sie in der Lage sind, das Lebensgefühl auch einer jungen Generation besser anzusprechen, als unsere Parteien das können. Und das registrieren wir auch. Und deswegen überlegen wir selbstverständlich genauso, wie können wir unsere Mitglieder, unsere Anhänger noch mehr auch bei politischen Positionierungen mitbeteiligen. Also die Zeiten, wo nur der Parteivorstand oder ein Präsidium über bestimmte Themen entschieden hat, die sind in der CSU auch vorbei. Ich habe Ihnen nicht unterstellt, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern ich greife einfach nur auf, was an Unmut in der Bevölkerung da ist. Sonst gäbe es nicht dieses Potenzial unter anderem für die Piraten. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie hatten jetzt Zeit, sich was zu überlegen. Das ist richtig. Von daher überlege ich natürlich ganz klar, was wir auch von einem fulminanten Wahlkämpfer und einem Wahlkampf mit Christian Lindner an der Spitze in Nordrhein-Westfalen für Bayern an Konsequenzen ziehen können. Bestimmt auch Stilfragen, Auftretensfragen. Also dieses so arrogante Auftreten ist vollkommen out. Also mit klarer Haltung, auch mit Anspruch, auch mit intellektuellem Anspruch, nicht nur, aber auch mit ganz konkreten Themen, dem Bürger eine Vision darzulegen, gerade dann natürlich mit den Werten Freiheit und Verantwortung. Das ist etwas, was ich mitnehme. Das hat Christian Lindner wirklich aus einer fast aussichtslosen Situation heraus mit 2% 6 Wochen lang gemacht. Also ist er doch eigentlich der künftige Chef der FDP? Das hat damit gar nichts zu tun. Er ist in NRW der Chef, klar. Da ist er jetzt Landesvorsitzender, da wird er Fraktionsvorsitzender und damit hat er eine wichtige Rolle in der FDP. Nein, er ist ein Hoffnungsträger und jetzt ist er ein Erfolgspolitiker in der FDP. Das ist alles ehrlich und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich bin es auch satt und will auch deshalb keinen Beitrag leisten, dass wir jede Sekunde auch nach der Wahl dann immer wieder nur über Personen reden. Ich glaube, auch die SPD will nicht pausenlos reden, wer wird jetzt Kanzlerkandidat? Das habe ich entschieden. Noch und deshalb sage ich auch klar, dass auch nicht durch diese Frage, die man ja dahin leiten könnte, führe ich jetzt eine Debatte über einen Parteivorsitzenden. Es geht aber um Persönlichkeiten. Herr Körner, Sie haben noch 20 Sekunden, mir zu sagen, wie wollen Sie Chili hier ins Parlament bringen? Das ist das, ich hab jetzt gerade nur überlegt, ob die Antwort auf Ihre Frage nach der Sendung anders ausfallen würde zum Thema Lindner als jetzt, solange die Kameras noch laufen. Was ich aus der dieser Diskussion mitnehme, ist die Erkenntnis, dass immer mehr Parteien oder die Erfahrung, dass immer mehr Parteien tatsächlich versuchen, ihre Politik zu verändern, weil die Piraten Erfolg haben. Und das ist der größte Erfolg, den wir überhaupt haben können. Damit haben wir den Punkt eigentlich schon fast erreicht, auf den wir hinstehen. Vielen Dank Ihnen vielen für diese Diskussion. Die Stimulus war für weitere Diskussionen bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Auch im Chat geht es hier noch weiter mit Ihnen, Herr Müller. Ne? Sie chatten jetzt noch. Wunderbar. Und ansonsten darf ich noch auf Kontrovers verweisen. Morgen da noch mehr zu dem Thema Merkel.